meinem Geburtstag bekam ich von einer meiner Töchter eine super geniale Bleistiftzeichnung geschenkt. Eingefangen war eine Kampfszene und man sah, wie der linke Arm einen Bogen hielt, die rechte Faust war angespannt, die Sehne war gespannt und der Pfeil war eingelegt. Dieser Pfeil würde sein Ziel nicht verfehlen. Das ging ganz deutlich aus dieser Zeichnung hervor. Sie hatte mit viel Aufwand und mit viel Hingabe an diesem Bild gesessen. Auf dem Bild war ein Psalmwort für mich als Gruß und als Ausrichtung für das neue Lebensjahr aufgeschrieben. Ein Wort aus Psalm 18, den David geschrieben hatte. Und zwar: Er lehrt meine Hände das Kämpfen und meine Arme spannen den ehernen Bogen. Beginnen tut David eigentlich in diesem Psalm mit einer Standortbestimmung. Er sagt: Ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Das ist eigentlich das Fundament, von dem wir auch ausgehen, wenn wir in unsere Kämpfe hineingehen, wenn wir den Feind attackieren. Das ist nicht so, dass wir aus unserer eigenen Kraft, aus unseren eigenen Ressourcen diesen Kampf führen könnten. Nein, es braucht die Kraft Gottes dazu, die Unterweisung Gottes. Er lehrt mich kämpfen, er lehrt mich spannen diesen Bogen. Er lehrt mich, wie das Ziel getroffen werden kann. Der Psalm 18 ist genau identisch wiederzufinden in dem Buch 2. Samuel. Und da heißt es: Gepriesen sei der Herr, mein Fels, der meine Hände unterweist zum Kampf. Gott gibt dir Stärke. Gott unterweist dich zum Kampf. Wenn du davon ausgehst, wirst du Stärke haben in ihm. Er wird das hervorbringen in dir, dass du in deine Kämpfe hineingehen kannst. Ich will dir heute sagen, nimm das, was der Feind an negativen Umständen, an negativen Gedanken, an negativen, was er dir in deine Seele legen will, nimm es und fixiere es als Ziel und schicke die Pfeile los, die ihn attackieren werden. Die Pfeile sind das Wort Gottes, das sind die Verheißungen Gottes, die Gott dir gibt. Das ist die Unterweisung zum Kampf. Nimm Verheißungen aus dem Wort Gottes und du wirst sehen, wenn du in diesen Kampf reingehst, wird es Freude in deinem Herzen auslösen. Es ist Freude, den Feind zu attackieren. Und das Ziel wird der Herr vor deine Augen geben und du wirst den Feind unterwerfen. Du wirst ihn treffen mit diesen Pfeilen. Ich wünsche dir, dass du das heute in Angriff nimmst. Dass du wirklich wieder mal diesen Bogen, diesen ehernen Bogen in die Hand nimmst. Dass du sagst: Herr, ich brauche Unterweisung von dir und ich brauche deine Kraft. Und der Herr wird es dir geben, dass du dein Ziel triffst. In diesem Sinne möchte ich dir sagen, Gott hat mehr für dich.